Okay, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest. Monsters. Ja, ich habe mir mal aufgeschrieben hier auf meinem schlauen Zettel, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen an sich in vier verschiedene Tore gehen und einiges an Monster farmen. Ja, eins dürfte ganz schnell gehen. Da muss ich mich vorher kurz informieren. Wir brauchen, nach meinen Schlussfolgerungen, brauchen wir noch einen Yamiros, einen Yamata und eine Kampfrose. Dann sind wir fertig und können die Bossfamilie durchprügeln. Ich muss gucken. So, Undurial ist männlich. Das heißt, ich brauche jetzt eine weibliche Medusa aus dem Tor im Kolosseum. Das ist bei Garnele. Was ist das? Die Kombination ist falsch. Yamiros muss nach vorne. Das ist ja lächerlich. Ich könnte halt auch den Yamiros verwenden, den ich hier habe, aber das machen wir nicht. Mein Gott, bewahre, den Yamiros will ich behalten. Dahin. Zack. Hier brauche ich nur eine Medusa. Mehr ist nicht vonnöten. Können wir mal ein bisschen gucken. Ja, ich habe jetzt mal so geguckt. Also was ich brauche, ist halt ein Akuba haben wir schon. Oh, Medusen. Akuba haben wir ja schon. Das heißt, die Hälfte für unseren Freund ist schon getan für Yamata. Ich habe noch Nuggets, die kriegst du auch noch mal. Wichtig ist, dass diese Medusa weiblich ist. LOL! Du fieses Drecksding. Okay, der hat einen Schnapper. Ich bräuchte noch eine Pflanze. Das würde sich demnach rentieren. Würde, wenn mitkommt. Ja, wir müssen echt. Ich bin ja echt mal gespannt, ob das funktioniert, wie ich mir das alles vorstelle. Na toll, siehst du, das funktioniert schon mal nicht. Und wir kriegen nur eine Ratte. Dann kommen noch etwas schwierigere Monster dazu am Ende, wo wir dann ziemlich weit für laufen müssen. Boah, du bist, ey, ohne Scheiß Mirodoras ist so ein Stück Dreck, ne? Wenn du auf Passiv stellst, dann sollte er halt auch nicht angreifen. Nein, greift trotzdem an. Heißt Passiv, ich greife an. Leute, habe ich irgendwann mal nicht irgendwo nicht richtig aufgepasst? Greif an, wehr ab. Da muss man dem auch noch den eigenständigen Befehl geben, ey. Ihn abwehren. So, Medusa freut sich und mampft. Was ist das denn? Das ist aber nicht gerade die feine englische Art. Hässliche Medusa, jetzt steh endlich auf, ey. War schon wieder viel zu viel Zeit hier. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, das geht ratzefatz. Jetzt kommt mir noch eine Mimik in die Quere. Die habe ich ja so ein bisschen gerechnet. Ja, oh, der hat einen Killerbot. Den brauche ich auch. Total doof, wenn man überlegt, wozu braucht der einen Killerbot? Ja, das seht ihr dann. Ja, da kommt man auf Anhieb auch nicht drauf. Killerbot gibt es also hier beim Master und später auch eh im, ja, im Materietor. Und da müssen wir ihn wohl herholen. Es ist echt so Mäusemelken, ey. Warum kann mir keiner einen Killerbot geben oder ein Ding, was ich brauchen tue? Auch mal den Erzkin kaputt. Danke. Ja, ich muss den Schnapper haben. Also nicht den Schnapper per se, sondern ein Pflanzenmonster. Das wäre schon ganz wichtig. Katze, die hat doch keiner mehr. Ja, bei den Mastern stehen die Monster nicht mehr auf. Okay, habe ich verstanden. Ja, dann hoffen wir jetzt einfach mal auf Harfe und eine Medusa. Mehr brauchen wir nämlich nicht.
Hallo? Alles gut? Ah ja. So, ich habe jetzt aber zwei von denen weg. Aus purer Sicherheit. Und jetzt kriegt die eine noch ein Filet. Wovon ich auch nur noch vier Stücke habe. Oh mein Gott. Männlich, das ist natürlich scheiße, aber wir nehmen sie mit. Versuchen natürlich noch eine zu kriegen. Vielleicht haben wir das große Glück. Und sonst habe ich mir schon überlegt, mache ich das Ganze auch zeitnah, wenn das jetzt nicht funktioniert mit Safe States. Das dauert sonst einfach zu ewig lange. So, hier ein Filet. Es wäre halt schön, wenn die Medusa weiblich wäre. Das ist ja echt. Du kannst mich mal am Arsch lecken, ey. Jetzt steht nämlich keine mehr auf, weil wir eine haben, oder was? Was mache ich denn jetzt mit dem Viech, wenn das nicht klappt? Ich muss es ja irgendwie männlich machen. Alter, weißt du was? Das ist ja schon, das grenzt ja schon an Riesenfrechheit. Ohne Scheiß, das mache ich jetzt mit. Wenn jetzt noch eine kommt, mache ich das mit Safe State. Ja, das ist mir sowas von egal jetzt. Das geht nicht mehr. Das ist einfach lächerlich. Und dann zeige ich euch, wie das läuft hier. So, zack, warte, Filet. So, jetzt machen wir ein Safe State. Nein. So, und los. Jetzt füttern wir das Viech. Und das Ganze machen wir im Hyperspeed. Ja, funktioniert nicht. Laden, Hyperspeeden. Da ist es doch, eine weibliche Medusa. Geht doch. Na, zack, man wollte es vergeben. Nein, ist mir scheißegal. So, und Teleport. Das war Nummer 1. Können wir schon mal streichen. Im Endeffekt können wir auch Yamate abstreichen. Okay. Gut. Meine Fresse. Ja, und so ist mir doch. Also, so mache ich das jetzt. So mache ich das bei den nächsten Monstern auch mit Safe State. Dann kann ich das Geschlecht auch gleich mitbestimmen. Und wir machen dann, wir haben es dann viel einfacher. Okay, paaren. Und Royal mit Medusa. Yamata plus 3. Jo. Okay. Gehen wir das nächste an. Nächstes brauchen wir eine Pflanze. Habe ich noch eine? Nee. Obwohl, nee, Quatsch. Ich habe eine Pflanze. Oder Mandrager habe ich ja hier. Okay. Mandrager habe ich. Warte. Abstreichen. Und dann brauche ich noch ein Huch. Dann brauche ich noch ein. Oh, jetzt habe ich ausgemacht. Genau, da ist Akuba, den brauchen wir. Und da ist ein. Wir haben noch einen Draglord. Nee, das ist Draglord, das ist der andere. Okay, nee, dann brauche ich noch einen Megadrag. Das heißt, jetzt gehen wir in den. Sag mal schnell, ins Drachentor und holen uns da einen Megadrag. Ja, welches Geschlecht er gehabt hat, ist egal. Darauf kommt es auch nicht mehr an. Habe kein Geld mehr. Das Geld holen. Für unsere Farmarbeit. Na du, erhole Geld. Keine Ahnung, so 10.000. Reicht erstmal. Kaufen, nein. Hier, 5 Stück. So, das reicht. 5 reichen auf jeden Fall, da ich ja mit Safe State arbeite und dann sage, so, weißt du was, wie viele Teleports habe ich noch? 3 reicht auch. HP-Beere können wir mal eben Yamiros geben. Ja, da reicht das sowieso. Nicht das Drachentor. Dragons. Und hier bei den Drachen brauchen wir, lass mich kurz gucken, ich glaube nur den Megadrag. Ja. Hier brauchen wir nur den Megadrag. Das heißt, wir müssen einfach durchlaufen. Bis ans Ende. Na super. Leichter gesagt als getan. Aber dafür ist auch die Hyperspeed-Taste da. Die hilft uns im Kämpfen.
Aber wenn wir fliehen wollen und sonstige Scheiße machen müssen, hilft sie auch. Mal Schweben aktivieren, man weiß ja nie. Ja, siehste. Zack. Rein. Ah, sehr schön. Ups, also. Bats, bats, hat noch Schaden gekriegt. Ist egal, was da liegt. Scheiß drauf. Wir haben alles. An sich ist es total egal. Da kann ein Raum mit Medaillen sein. Das interessiert gerade nicht. Wir sind wirklich nur am. Okay, der interessiert mich dann wohl. Der hat auch einen Yamata. Okay, aber der hat einen Megadrag, den brauchen wir. Beziehungsweise wir versuchen mal, das Megadrag zu erhaschen. Könnte ja sein, dass wir Glück haben und ihn bekommen. Ja, tatsächlich. Nein, kann zum Hof. Okay, Teleport, Antikonfu. Ist egal. Megadrag ist abgehakt. Moment, mache ich eben. So, das heißt, zack, zack. Teleport wieder weg. Das haben wir ganz schnell geschafft. Super cool. Das war weiblich. Dann muss jetzt also einer der Dämonen männlich werden. Zack, Analyse, Dämon. Ja, der Männchen, perfekt. So. Einmal paaren. Nee, Quatsch, brüten. War richtig, oder? Paaren. Grr ist weiblich, ja. Brüten. Dämon, männlich. Gut. Können wir jetzt einfach so im Raum stehen lassen? Der Dämon wird zeitnah auch gelevelt. Sprich, der wird offscreen gelevelt. Ich kann mich jetzt in Ruhe darauf konzentrieren, weiter zu farmen. Und da wir einen Draklord haben und eine Pflanze, oder einen Draklord bald haben wir auch die Kampfrose. Jetzt muss ich eben gucken. Den König Leo haben wir auch noch einmal auf der Bank liegen. Ich brauche jetzt noch. Ich muss jetzt noch ins Vogeltor und ins Materietor. Gehen wir erst ins Vogeltor, weil es da einfacher ist. Zwei Vögel brauche ich noch und dann muss ich im Materietor noch etwas farmen. Oh, nice. Guten Tag. Ah, der ist schon wieder Mad Clown. Ich glaube, ich versuche jetzt mal Mad Clown. Oder ich brauche noch einen Killer. Nee, Mad Clown ist schwieriger zu kriegen. Ich werde jetzt versuchen, den Mad Clown mit Safe States zu kriegen. Ja, das geht hoffentlich einfacher von der Hand. Ja, das ist jetzt wirklich Farm. Farm am Limit. So, das hat jetzt sonst ist das auch Blödsinn. Das machen wir in Hyperspeed-Modus. Nein, mal gucken. Den kriegen wir wohl mit. Keine Angst, Leute. Er kommt wohl mit auf Dauer. Aber so müsst ihr es machen. So geht's. Ups, hätte ich nochmal was geben können. Oh, da ist er doch schon. So, Mad Clown. Zack. Jetzt mitnehmen. Nein. Teleport und Blitzstab bekommen. Gut. Trotzdem müssen wir noch die Vögel holen. Ich hätte jetzt auch hier schon einen Killerboard mitnehmen können, dann hätte ich den schon abgehakt, aber der Mad Clown war mir wichtiger, weil wir sonst ewig hätten dafür farmen müssen. Das sage ich euch. Ach, Mimik. Gut. Weg. Hyperspeed. Passt. Dafür haben wir die Hyperspeed-Taste. Das trifft sich ganz gut, dass ich die Mimics und den Master auch noch besiegt kriege, weil wir dann auch genug Erfahrung bekommen, damit auch der Dämon noch eben Level 10 wird. Damit ich ihn mit dem Megadrag paaren kann und so den Draglock bekomme. Okay. Wahrscheinlich hier rum und darunter. Oder so ähnlich. Ah ja. Wir können aber noch mal ein bisschen hier gucken. Vielleicht haben wir das Glück und es gibt einen Phönix und einen Eisfalken hier. Es wundert mich nämlich, dass es die hier nicht gibt.
eigentlich geben soll. Wir gehen mal so ein paar Ebenen weiter und gucken einfach mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Na, Typi. Ja, ich habe ein bisschen was für dich. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Ja, einen Stab kannst du haben. Einen Ruhestab kannst du auch haben. Braucht kein Mensch. Gut, tschüssi. Nee. Ach Leute, das ist... Ich bin echt nicht sicher. Ich könnte mir wohl gut vorstellen, dass es in diesen Gebieten auch Phönixe und Eisfalken gibt. Hier zum Beispiel. Das sieht doch so aus, als müsste auch mal hier ein Phönix erscheinen. Firebird. Aber die Vögel tauchen gegen Ende auf. Die, die ich meine. Sprich, Phönix und Eisfalke. Ja, das sieht eher so aus, als würden die gegen Ende auftauchen. Ich gehe noch mal bis 21, dann sehen wir es ja. Ich kann ja Hyperspeed nutzen und abhauen. So, jetzt auch, zack, Hyperspeed. Und schon geht's weiter. Ich einmal hoch. Falsch. Dann wieder runter. So, ganz schnell. Wir sind super fast. Ja, Schlag von den Gegnern, ich glaube auch. Lura-Stab, den kann man immer mal gebrauchen, ne? Aber. So, da, zack. Aber wir sind ja noch frisch dabei. Das sind alles so unnötige Gegners. Interessiert mich auch nicht, ob irgendwo ein Master rumrennt. Momentan brauche ich keinen. Denn keiner wird einen Buntvogel haben. Eisfalk und Phönix, die Zeit, dass die auftaucht, das ist vorbei. Bei Mastern. Ich weiß, dass ich zwei Vögel fangen muss. Das mache ich auch gleich. Aber immer noch in der Hoffnung, dass es hier doch irgendwo noch Phönix und Eisfalke gibt. Donnerer und Chimera. Jetzt sind wir nämlich schon in dem Gebiet. Es wundert mich, dass die hier echt nicht sind. Okay, hilft nichts, dann prügeln wir mal eben drauf ein. Und fangen uns ein Höllgeier. So, mit Safe State natürlich wieder, weil das sonst zu lange dauert. Oh ja, schon direkt mitgekommen. Perfekt. So, Höllgeier ist da. Jetzt mitnehmen. Nein. Einen Vogel haben wir. Brauchen wir noch einen. Chimera. Safe State. So, Chimera, bitte erhebe. Du erhebst dich. Die will nicht. Immer, da sträubt sie sich. Na, also geht doch. So, Chimera, zack. Nicht mitnehmen. Ein weiterer Vogel durchgestrichen. Sehr schön. Und Backport. Wichtig für uns ist jetzt also, dass ich darauf achte, dass der Gizmo, den ich fangen muss, für den Phönix, dass der weiblich ist. Ja, andernfalls läuft das nicht. Und dann haben wir es fast schon. Dann fehlt mir nur noch ein Gizmo und ein Killerbot. So, paaren. Plus. Da. Ma. Ach, falsch rum. Entschuldigung. Ma plus grr. So, Draklo plus 7. Zack. Aus. Fertig. Nice. Ich muss zwischendurch irgendwas trinken. Das ist ja wohl wichtig.
Alphon Darklord wurde geboren, das Brüten kostet 80, machst du jetzt nicht. Denn ich muss eben gucken, dass die beiden Mandraga und Darklord jeweils das unterschiedliche Geschlecht haben. So, Mandraga bitte einmal analysieren. Ja, Weibchen ist schon mal gut. Und dieser Darklord. Männchen. Passt. Okay. Gut. Dann haben wir das auch. Damit ist die Kampfrose fast fertig. Das ist doch der richtige Darklord, oder? Ja, das ist der richtige. Jo. Dann machen wir das auch schon mal weg. Guck mal, dann sind wir wirklich so weit. Wirklich so weit, dass wir sagen können, wir haben es fast. Nein. Brüten Mandraga. Nein. Okay, jetzt müssen wir ins Materietor. Ein Gizmo und ein Killerbot sind unser Ziel. Für jetzt. Und dann sind wir an sich fertig. Auf geht's, Freunde. Ein Gizmo und ein Killerbot. Ja, dürfte schwierig genug werden, da... Der Killerbot taucht jetzt in den späteren Bereichen auf. Gizmo ein bisschen eher, aber auch nicht viel mehr. Das Gizmo muss auf jeden Fall in jedem Fall weiblich sein. Das ist ganz klar, ansonsten können wir es gleich knicken. Ich mag die Speed-Taste. Hihi. Komm, die Gizmos denn? Ich sollte vielleicht auch mal zwischenzeitlich gucken. Okay, hier werden die Gizmos noch nicht auftauchen. Die sind noch zu schwach, die Gegner. 600 Gold, jawohl. Was? Ach, weißt du was? Ich habe noch einen Lura-Stab. So. Okay. Die Gegner sind dementsprechend noch nicht die, die ich haben will. Ach, jetzt, naja, gut. Brauche ich jetzt auch nicht, aber okay. Sweepen. So, lol. Lol. So. Okay, 12. Hier müssten jetzt normalerweise schon nächsten auftauchen. Okay, das sind sie nicht. Nein. Ich brauche Gizmo. Was ist das für ein... Mal die gleichen drei oder was? Da haben wir sie doch. Geht doch. So, Gizmo, ein weibliches, wenn ich bitten darf. Deswegen save-state ich schon mal und dann gucken wir mal. Natürlich nicht, aber da haben wir die Save-State-Taste. Nein, das ist männlich. Wir brauchen ein weibliches Gizmo. Da ist es doch schon. Ah, okay. Die Gizmo jetzt nicht mitnehmen. Gizmo streichen wir auch. Und jetzt gehen wir weiter und brauchen noch einen Killerbot. Ich weiß, es ist ein bisschen lame, dass ich das so mache, aber Leute, ansonsten, ihr seht das, wie selten die aufgestanden werden, ansonsten würden wir hier noch ewig viele Parts rumsitzen und darauf habe ich extrem keine Lust. Ich will wirklich zusehen, dass wir das so langsam beendet kriegen, zumindest was dies hier angeht. Was die weitere Suche nach Monstern angeht, muss ich auch mal gucken, wie ich das mache, eventuell auch mit der Nutzung von Safe States, weiß ich aber noch nicht. Es geht ja da nur noch ums Sammeln und Vervollständigen. Aber da muss ich gucken. Mir war hier wichtig, dass ich die Monster, die ich für die Bossfamilie brauche, möglichst schnell zusammen habe. Und dann nicht irgendwie drei Parts oder sowas nur damit verbringe zu farmen. Das ist. Ne. No, vielleicht? Nein. Und das ist für mich. Nein, das wollt ihr euch auch nicht ansehen. Und deswegen machen wir das ein bisschen auf Schnelligkeit. Läuft auch ganz gut. Nichts gegen sagen.
Da ist ein Killerbot, sehr schön. So, und der Killerbot darf noch egal welches Geschlecht haben, das interessiert uns noch nicht. Der muss halt nur mitkommen. Aber er will ja auch nicht, ne? Da haben wir es doch. So, Kiza, Killerbot, nein. Und durchstreichen. Okay, wir haben alle Monster gefangen, die wir wollen. Jetzt geht es runter. Bum, 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 bum. Und jetzt müssen wir eben kombinieren. So, wir paaren erstmal Chimera mit. Nein, mit da. Mit Gizmo. Oder halten somit einen Phönix. Gut. Dam-dam-dam. So, okay. Jetzt haben wir den Phönix. Als nächstes brauchen wir den König Leo. Killerbot ist weiblich. König Leo muss demnach männlich werden. Bla bla, Schlaf. So, König Leo haben wir doch hier, oder? Ja, doch, da ist einer. Abgeben Miro. Auch momentan nicht. Konzentrieren uns, wie gesagt, jetzt erstmal auf die anderen. Gut. Was soll denn jetzt männlich werden, habe ich gesagt, ne? Männlich? Scheiße. Oh Mann, ey. Sorry. So, mal nachgucken. Schlaf. Ansehen. Ki ist weiblich. Ist auch Killerbot, okay. Dann muss der männlich werden. Ist richtig. Okay. Brüten, König Leo. Jo. Du ist mir egal. Zu König Leo gleich mitnehmen. Ja. Dann lassen wir die gleich wieder pennen. Schlaf. Und ansehen. Genau, da sind wir richtig. Gut, da muss der König Leo jetzt mal eben hoch. Auf Level 10. Machen wir hier. Am schnellsten in der Bibliothek. Zwei Krabben reichen aus. Geil. Das ist nice. So, König Leo ist fertig. Dann kombinieren wir den doch jetzt mal. Ki plus. Wo ist Leo? Wer ist Leo? Da. Ich tippe das Eisdämon plus 5 und genau den brauchen wir. Ja, etwas umständlich für einen Eisdämon, aber okay. Und den Eisdämon, der muss. Was war der andere Vogel, den wir hatten? Der Höllgeier? Der war auch männlich. Dann muss der Eisdämon weiblich werden, denn dadurch bekommen wir den Eisfalken. Weiblich, sehr schön. Die müssen wir auch eben auf 10 hoch pushen. Und dann haben wir Eisfalke und Phönix, die pushen wir auch beide auf 10 hoch, kriegen dann Brüten, kriegen dann endlich unseren wohlerhofften Bundvogel und können den dann mit Akuba zu einem Yamiros machen und bla bla bla. Nein, nicht dahin. Wir gehen wieder hier rein. So, und pushen den Eisdämon mal eben hoch. Dauert hoffentlich auch nicht so lange. Perfekt, fertig. Genau das ist das, was ich mir erhoffe. Los, schnelle Kombination. Gar nicht zu lange ausharren. So, Höhe ist Höllgeier. Ja. Höllgeier plus Eisdämon. Eisfalke plus 7. Gut, den müssen wir natürlich nicht ausbrüten lassen. Wir gucken erstmal, was die für ein Geschlecht haben. Und dann legen wir Yamiros hier mal auf die Bank. Denn dann muss ich zeitgleich zwei Monster trainieren. So, ein Phönix. Männchen. Und einmal den Eisfalken.
Weibchen, was willst denn? Ja, das läuft doch. Brüten, Phönix. Alles voll im Hyperspeed hier. Ja, Brüten, Eisfalke. Ja, Jamiros geht zum Hof, das ist in Ordnung. Und die drei, beziehungsweise die beiden, werden jetzt auch nochmal hochgepusht. Schnell auf Level 10, das sollte super easy laufen. Was hab ich denn jetzt gemacht? So, zack, vierfach, Abwehr, Abwehr. Mal gucken, ob das reicht für Level 10. Das sieht gut aus, jawohl, das reicht auf jeden Fall. Okay, Level 13 kommen wir sogar. Okay, dann haben wir das fertig. Das fertig. Jetzt kommt Eisvogel und Buntvogel, die werden zeitgleich hochgepusht. Gehen wir nochmal eben zwei, drei Teleports kaufen. Zur Vorsicht. Teleport sind Nummer 4 mit. Oh mein Gott. Arschloch. Du kannst nicht so viel mitnehmen. Hoch, zu weit. Hallo, ich möchte gerne. Ho plus Fu. Und Vogel plus 8, jo. Okay, und jetzt gucken wir, dass wir Buntvogel und Akuba dementsprechend hinkriegen. Akuba, bitte einmal. Großartiges Monster, Weibchen und Buntvogel muss Männchen werden. Na gut, segnen, Buntvogel, 500 Gold, na gut. Wird immer teurer. Ich hätte Akuba machen können, der wäre wahrscheinlich billiger gewesen, aber gut. Brüten, Akuba, jo. Arr. Ja, kommt gleich mit. Brüten, Buntvogel, ja. Alright. Jetzt haben wir hier Buntvogel und Akuba im Team. Die müssen wir auch jeweils auf Level 10 eben hochpushen. Und bekommen dann ein Jamiros. Und hoffentlich ist dann auch der Dämon soweit oder der Draklord zum Beispiel. Dann könnten wir dementsprechend alles weitere schon jetzt durchführen. Ups, das war doof. Vierfach. Abwehr. Nein. Ach, ist egal. Ist nicht so schlimm. Jetzt fast weggeschmissen, hast du gesehen? Ja, jetzt wird es schon langsam mit den Leveln, ne? Ist hier noch ein Master, der hier rumstreucht? Nein, wäre auch zu schön gewesen. Zack, vierfach. Jetzt erreiche ich schon gar kein Level mehr. Oh, super. Wir sind beide Level 8, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Toll. Vielleicht das große Glück und hier ist eben einer. Kein Master da. Vierfach Abwehr, Abwehr. Oh, Level 9, jetzt ist es gleich soweit. Ja, komm, Master hier. Nein, das war doof, egal. Jawohl, sie sind Level 10. Heimlich ist mir doch wurscht. Echt nur noch einen Teleport. Jetzt muss ich doch mal eben verkaufen gehen, weil das ist ja hier, das ist ja, was das Training angeht, wirklich eklig. Das geht doch nicht. Hallo, verkaufen. Sechs Kräuter, bist du grenzbehindert? Warum nimmst du die alle mit? Weiß ich auch nicht. Können wir dafür sechs Teleports kaufen? Okay, Leute, macht euch bereit. Wir holen ein paar Monster. Wir holen als erstes mal eben, was ist das? Akuba plus Buntvogel.
gibt Yamiros plus 9. So. Zack, den lassen wir bei Mai. Dann brauchen wir, ist denn jetzt, der ist noch gar nicht so, ist auch scheiße. Andraga ist soweit, aber Draglord noch nicht. Gut, müssen wir Draglord noch eben hochpushen. Abholen, Yamiros. Abholen, Draglord. Ja, ja, ja. Ah, Stellung, zack, 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 zack. Hast du Wildheit gekriegt? Oh, 4. Du Monster, du. Quatsch, jetzt müssen wir Draglord um 3 Level mal eben pushen, dass der in die Pushen kommt. Weil der sonst auch schon so. Naja, gut, das geht über Speed relativ schnell. Dann ist ja wirklich nur noch 2 Level hochgepusht, wenn es gut. Ein Level. Dann hoffe ich, dass das auch funktioniert mit der Kombination mit Mandraga und ihm. Toll, ist er tot. Mega Leben. Ja, Draglord Level 10. Schnell weg. Bloß weg hier. Okay, dann haben wir jetzt. Moment, ich muss mal eben meiner. Yamiros haben wir. Jetzt müssen wir halt noch Mandraga plus Draglord kombinieren und dann haben wir es geschafft, Freunde. Dann haben wir alle Monster, die wir brauchen. Für die durchgängigen Kombinationen. Paaren. Ist Mandraga, du Mandraga plus. Nein, plus da. Kampfrose plus 8. Sehr schön. Und fertig. Wir haben somit alle Komponenten, um die endgültigen Greatest Monster zu machen. Ist das fett. Okay, aber Freunde, damit. Fangen wir beim nächsten Mal erst an. Dann werden wir versuchen, möglichst schnell, möglichst einfach den stärksten der Bossfamilie zu holen. Bis dann, macht's gut. Ciao!